Sag mal, meinst du, wir brauchen heute die Heizung, heute Nacht? Ja. Ja, dann hoffe ich, dass ich die heute wieder zusammenbekomme, weil wir schauen uns die ganz genau an. Nach 4 Jahren Betrieb, in welchem Zustand ist sie, wie habe ich sie eingebaut und was gibt es für kleine Geheimtricks dabei? Die Heizung, um die es geht, ist eine China-Heizung, nennt man die. Das ist eine normale Dieselheizung. Da unten ist sie. Ja, ich habe sie drinnen verbaut. Wie ich das gemacht habe mit der Durchführung und so, erkläre ich heute alles. Die Abgase kommen hier unten raus. Ich habe mir einen zweiten solchen Dämpfer gekauft, damit das besonders leise ist, weil mein Camper ist ja als Stealth-Camper gebaut, sodass man nicht erkennt, dass das ein Camper ist. Dann will ich, dass die Heizung auch nicht Aufmerksamkeit erregt. Die Luft, die hier angesaugt wird, ist auch hier unterm Auto. Die heiße Luft, die aus der Heizung rauskommt, landet entweder direkt im muckeligen Bettchen oder unter dem dicken Sitzplatz. Hier momentan habe ich das unterm dicken Sitzplatz, weil das den ganzen Raum dann morgens langsam aufwärmt, wenn ich es brauche. Und die Steuerung von dem ganzen Ding ist ebenfalls direkt hier am warmen Bettchen. So, wir werden jetzt ein bisschen auf die Funktionen eingehen, was cool ist, was eher nicht so cool ist, was für Probleme ich hatte und was die passende Lösung dazu war. Danach werden wir die komplette Heizung einmal rausbauen, auseinanderbauen, gucken, wie funktioniert die eigentlich, was für Ersatzteile sollte man sich am besten vorher schon bestellen und dann wieder alles komplett einbauen. Es ist unüblich, dass die Heizung im Auto drin verbaut. Das ist eigentlich auch überhaupt gar kein Sicherheitsrisiko oder sowas. Ich habe da mehrere Methoden probiert, wie man das am besten da drin verbaut, ohne dass gleich sofort das ganze Holz brennt, werden wir uns heute alles komplett ansehen. Es gibt 2 Modis, wie man das betreiben kann ins Feder. Man sagt ihm, welche Temperatur man haben möchte. Können wir jetzt auf irgendwelche Grad gehen. Oder man stellt den auf die Herzzahl ein. Das heißt, wenn wir den auf 1,1 Hertz stellen, dann pumpt er 1,1 mal die Sekunde. Das ist ungefähr gleich mit der Kilowattzahl. Also man kann sich vorstellen, dass wenn eine Heizung die 1,1 Kilowatt macht. Ich habe das immer auf die Kilowatt gestellt, weil die gefühlte Temperatur und die tatsächliche Temperatur ist eh was komplett unterschiedliches. Und so kann ich einfach direkt auswählen, wie viel Power die Heizung in den Raum reinschießt. Wenn wir das gute Stück einschalten, dann fängt er erstmal an, den Ventilator anzuschmeißen. Das heißt, er saugt direkt Luft an und schiebt sie einfach nur durch, um zu überprüfen, ob alles okay ist. Dieses Symbol hier, das ist der Heizstab. Interessanterweise frisst er dann am meisten Strom, weil der heizt von innen die Heizung auf, damit das Diesel anfängt zu verbrennen. Und wenn er warm genug ist, dann fängt hier die Pumpe an zu pumpen. Man hört sie ganz leicht. Das ist die Dieselpumpe, die fängt also an, Diesel in den Raum rein zu pumpen, damit die dann verbrannt wird. Man kann die einwickeln in dicken, öligen Tüchern oder in so Schaumstoff und so, dann hört man die nicht mehr. Mich stört das persönlich nicht. Und daraufhin hört man so ein Rauschen. Das ist die Zündung, die dann eingesetzt hat. Das heißt, der verbrennt gerade schon aktiv Diesel. Es scheint alles nach Plan zu laufen. Das ist ein sehr schönes Geräusch, besonders wenn ihr gerade im Winter irgendwo steht. Und die Heizung wird jetzt einmal auf volle Pulle laufen, wird sich richtig heiß machen. Dann wird die Zündung hier, also das Heizstäbchen, wieder ausgehen und die Flamme hält sich von selbst am Leben. Man hört ja jetzt schon, wie die Pumpe langsam immer schneller wird. Bis die dann einmal so richtig am Rennen ist. Man sieht hier am Controller auch, dass der Heizstab bereits aus ist. Das rote Ding hier, also der hält die Flamme jetzt schon von selbst und verbraucht dabei dann auch viel weniger Strom, weil er nur noch den Ventilator in der Heizung drinnen drehen muss und nicht mehr den Heizstab heiß machen muss. Solche Heizstäbe wie auch Fußbodenheizungen und sowas, die nehmen immens viel Strom. Es gibt viele, die sich sowas einbauen, aber das behaupte ich, ist eher so ein Gag. Besonders im Winter, wo man meistens nicht so viel Strom hat, ist diese Dieselheizung schon das Beste. Ja, und der macht jetzt Terror, bis der einmal richtig warm ist. Wenn die Temperatur ganz oben ist, dann fällt er wieder runter auf die 1,1 Hertz, die ich eingestellt habe. Ich kann natürlich den auch komplett raufschrauben, aber selbst bei 1,1 Hertz, was ja 1,1 Kilowatt entspricht, wird der kleine winzige Raum hier richtig, richtig warm. Normalerweise lässt die Heizung nur minimal 1,6 Hertz zu, aber ich zeige euch später einen Trick. Man kann da in die internen Einstellungen zurückgreifen und noch alles modifizieren. Das kommt dann aber erst am Ende des Videos. War es hier draußen laut, die Heizung? Schon am Ende jetzt so. Am Anfang, wenn man die startet, dann gibt ihr einmal Vollgas. Aber jetzt ist die sehr, sehr ruhig, weil doppelten Auspuff eingebaut. Hier hört man das noch sehr, weil es hier in den Bergen ruhig ist, aber in der Stadt hört man das gar nicht. Ein Auspuff, also eigentlich ein Schalldämpfer, ist auch schon gut. Der zweite, der minimiert das nochmal so um 20% oder sowas. Aber ich finde, jetzt klingt das auch, als wäre vielleicht ein Generator an irgendwo. Komisch, ne? Und man gewöhnt sich dann. Jetzt in der Stadt, wir sind ja in Granada in Spanien, und jetzt in der Stadt, da sind neben mir welche eingestiegen. Die haben die Heizung gar nicht gemerkt morgens. Ja. Das Rauschen der Straße ist ja lauter als das Heizungsding da unten. Es gibt auch noch eine Fernbedienung dazu, damit habe ich am Anfang rumgespielt. Mittlerweile benutze ich aber eher den Wecker hier drin. Man kann in die Einstellung gehen, den Wecker einschalten und sagen, dass der zum Beispiel in 8 Stunden angeht. Das ist richtig geil, das empfehle ich jedem. Wenn wir den ausschalten wollen, dann halten wir den Anknopf gedrückt und dann macht er gleich die Pumpe aus. Das ist sehr interessant. Er schmeißt den Heizstab an, damit er sich selber abbrennt und Rußgedöns und sowas abgefackelt wird. Und
Der Ventilator dreht richtig los, um die Hitze aus der Heizung rauszukriegen und alles von innen bestmöglich zu reinigen. Und das ist der normale Betrieb der Heizung. Und jetzt nehmen wir es auseinander, schauen, wie kann man es reparieren, was für Ersatzteile könnte man sich von vornherein holen, wie bauen wir das alles wieder ein und vor allen Dingen, wie baut man sich so eine Heizung innen ein. Und am Ende gehen wir noch durch die Optionen und da gibt's ein paar kleine Hacks, die die Heizung optimiert und auch die Langlebigkeit der Heizung verbessert. So, und beim Auseinanderbauen natürlich erstmal den Stecker ziehen, dass da kein Strom drauf ist. Und da stoßen wir auch direkt auf das erste Problem, das ich hatte. Und zwar hat irgendwann so eine Verbindung hier nachgelassen. Und dann ist die Heizung einfach so nicht angesprungen. Hier sieht man das an dem Pin, den oben linken. Ich habe den dann verbogen, sodass der dann wieder richtig da in den Slot reinpasst und ständig Kontakt hat. Man sagt ja immer, dass solche Stecker auch gerne mal Feuer fangen können, weil die dann gerade eben nicht richtig sitzen. Da gibt's nur so einen ganz weichen Kontakt und das wird dann heiß wie in der Glühbirne und dann fängt alles Feuer. Aber ich betreibe die Heizung ja eh nur, wenn ich da bin. Und bevor da irgendetwas Feuer fängt bei dem Plastikgedöns, stinkt es in diesen kleinen Räumchen hier überall nach diesem verbrannten Plastik. Und man sieht ja, hier ist ja nichts geschmolzen oder sowas. Also, das war keine Brandgefahr. Ist ein kleines ärgerliches Problem, aber leicht zu lösen, ne? Trennen wir mal den ganzen Krempel hier. Hier kommt die heiße Luft raus. Man sieht, dass hier in diesem Gerippe wird der Diesel verbrannt. Dadurch wird das ganze Metallding richtig heiß. Hier auf der anderen Seite sitzt dann ein Ventilator, der hier die Luft reinpustet, durch das ganze Gehäuse an dem Gerippe vorbei pustet und dann hier die heiße Luft in dieses Röhrchen reinpustet. Und das verteilt sich dann schön überall im ganzen Auto. Ja, und der Rest der Verbindung, abgesehen von Stecker und Luftauslass, ist alles unter der Heizung und geht unten so raus. Und so kommen wir zu diesem irren Konstrukt hier. Hier unter diesen zugeklebten Löchsken versteckt sich eine Schraube, die alles löst. Ich glaube, man kann die nicht sehen, sondern man kann die nur ertasten. Oh ja, ich spüre sie direkt. Zack, gelöst. Die Luftansaugung für die Verbrennung und die Abgase, die gehen nämlich durch den Boden raus und die Schraube löst alles, sodass man das jetzt von unten rausziehen kann und dann können wir dieses Konstrukt lösen und die ganze Heizung abheben. Das war vonnöten, weil wenn ich die Heizung direkt in den Boden reinbaue, dann komme ich gar nicht mehr an die Schrauben dran. Das werden wir gleich sehen. Oh, ich bin sehr gespannt, wie es da drunter aussieht. Ob das alles verbrannt ist, weil es zu heiß wurde oder ob sich irgendwas gelöst hat. Ich hatte die jetzt seit 2 Jahren nicht mehr offen. So, und jetzt können wir die komplette Heizung abheben. So. Boah. Uiuiui. Ja, das ist das gute Stück mit der ganzen Anhängsel hier. Gucken wir mal drunter. Jetzt nicht erschrecken, das ist immer ein bisschen duster hier unten. Das ist der Auspuff, also da, wo die von der Verbrennung die Abgase rauskommen. Das geht aus dem Auto raus. Das ist der Ansaugtrakt für die Verbrennung. Außen kommt dann noch ein Filter drauf. Also das sitzt dann so im Auto. Der saugt hier Luft an, verbrennt es und pustet es hier aus. Man sieht, dass hier einige Sachen schwarz verkohlt sind, weil ich am Anfang mal Probleme hatte mit der Dichtung hier am Auspuff. Da habe ich dann im Fahrzeug Abgase gerochen. Das geht gar nicht. Wenn ihr Abgase riecht, dann macht sofort die Heizung aus und löst das Problem. Das kann sehr ungesund werden. Dieses kleine Schläuchchen, das man hier sieht, das ist die Spritzzufuhr. Das ist der Diesel, der vom Tank, der sich hier auf der Rückseite befindet, durch die Pumpe, die wir vorhin gehört haben, den Diesel hier in das Gerät reinpumpt. Und den müssen wir jetzt möglichst lösen, ohne eine Sauerei zu veranstalten. Man merkt so richtig, wie der festgebacken ist. Oh, da ist er. Boah, ich hasse Dieselgeruch. Boah, ich habe mich mit Diesel vollgesaut. Ja, toll, ey. Dieselgeruch kriegt ihr wochenlang nicht mehr raus. So, und so wird die Heizung geliefert. Einfach so ein Kästchen. Boah, das ist ja richtig. Fass mal hier an, ist gar nicht heiß. Hier nochmal zur Veranschaulichung. Luft ansaugen, Abgase raus, Diesel rein. Hier kommt die Luft reingesaugt, die erwärmt wird. Hier sieht man den Ventilator wunderschön drin. Und da kommt die warme Luft raus. Und das nehmen wir jetzt noch ein Stückchen weiter auseinander. Nur um das mal gesehen zu haben und damit wir wissen, wie wir das reparieren können, falls mal was kaputt geht. Hier haben wir... Oh Gott, was ist denn das alles hier? Das war jetzt die Hülle. Und hier haben wir einmal... Erstmal den Elektromotor, das ist der hier drin. Wenn der sich dreht, dann dreht sich das Ding mit, was die Luft von außen hier an den ganzen Körper vorbeischiebt. Und der ist auch mit einem Ventilator in dem Körper drin verbunden, der die Ansaugluft und die Verbrennung und die Abgase da durchschiebt. Je heißer man es haben will, desto mehr Gas gibt der Motor, desto mehr wird es gekühlt und desto mehr wird durchgejagt. Das hier ist ganz wichtig, das ist der Hitzesensor. Der hat bei mir Probleme gemacht. Da gibt es eine lustige Story zu, irgendwo in Schweden lag ich abends im Bett, dann kamen dann plötzlich Muslime vorbei und haben eine Feier gehabt, die hatten eine Hochzeit zu feiern und plötzlich fängt aus dem Nichts heraus der Ventilator an zu drehen. Und auf der Anzeige habe ich gesehen, dass der heiß wird. Ich wusste nicht, ich dachte erstmal, die zünden mein Auto an.
Ich weiß, das klingt total falsch. Da war das erste Mal, dass er Probleme hatte, dass der Hitzesensor einfach falsche Werte angezeigt hat. Die Lösung war, dass ich einmal den Stecker gezogen habe, sodass das ganze System sich resettet und den wieder zusammengesteckt habe. Mittlerweile habe ich hier unten in meiner Elektroecke einen Knopf, der kleine da unten, der dafür sorgt, dass die Stromverbindung zur kompletten Heizung gekappt wird. Wenn ich die Heizung nicht benötige, dann lasse ich die auch einfach aus. Und das resettet einmal den Sensor und danach hat man auch wieder monatelang Ruhe. Wenn es da weiter zu Problemen gibt, für ein paar Euro kann man sich den Sensor nachbestellen, einbauen, fertig. Hier ist noch ein weiterer Sensor, ich weiß nicht, wofür der ist. Ich schätze mal, um die Drehzahl des Ventilators da drinnen zu messen und immer auf Nummer sicher gehen zu können, ja, der dreht. Sonst überflutet der alles mit Diesel und da drinnen funktioniert gar nichts. Das wird vielleicht heiß, überhitzt und schmilzt. Die Zündkerze oder eher gesagt die Glühkerze, die sitzt weiter tief drin. Dazu muss man diese Dichtung auseinandernehmen. Das geht eigentlich relativ leicht. Man sieht, das hier sind überall ganz normale Imbusschrauben. Dann zieht man den Motor mit dem inneren Ventilator raus und oben steckt die Kerze drin. Muss ich bisher noch nie machen. Ich hatte damit auch nie Probleme. Deswegen werde ich die Dichtung hier noch nicht anbrechen. Experten sagen, dass man alle 2 Wochen die Heizung einfach mal für 10 Minuten auf volle Pulle laufen lassen soll, damit sie den ganzen Ruß von innen reinigt. Die Glühkerze kann sich ja, da kann ganz viel Dreck drauf kommen. Und dann funktioniert die nicht mehr so gut. Ist ja auch egal. Nach einer Zeit kann die kaputt gehen. Ich habe die auch mal 2 Monate lang gar nicht betrieben. Danach ist die ganz normal angesprungen. Also nach 4 Jahren auch viel Betrieb eigentlich. Gibt es da keinerlei Probleme. Wir sind ja jetzt hier in Spanien, in Granada. Nachts über wird es hier wirklich kalt. Deswegen muss ich auch Gas geben, weil die Sonne ist schon lange weg. Mit der Steuerung hier hatte ich nie Probleme. Ich habe das hier so leicht befestigt, damit ich das nachts über runterlegen kann. Die wird zwar dunkel, wenn die lange nicht bedient wird, aber nachts über ist es immer noch ziemlich hell. Ich dachte auch, dass die kleinen Kabelchen hier irgendwann Probleme machen, aber tun sie ganz und gar nicht. Die sind dann ganz normal über diesen Stecker hier verbunden, über den wir bereits gesprochen hatten. Das Stromkabel, das mit der Heizung verbunden ist, das habe ich so weit gekürzt, wie es nur geht. Je länger das Kabel, desto mehr Strom benötigt es. Sollte etwas einsparen, ich habe davon aber nie was bemerkt. Und der Tank, wo die Heizung ihren Diesel bezieht, ist bei mir hinten drin. Das ist ein 80-Liter-Tank. Am Anfang kriegt man einen 10-Liter-Tank mitgeliefert. Es ist mir aber so auf die Nerven gegangen, den immer wieder aufzufüllen. Da habe ich mir dieses Teil hier hingebaut. Muss ich leider wieder entfernen, das ist nicht erlaubt. Ich habe gelesen, als Zusatzkanister darf man nur maximal 10 Liter mit sich führen. Und diese 80 Liter Kanister hier ist echt total übertrieben. Ich habe den vor einem halben Jahr oder sowas aufgefüllt, da sind immer noch 10 Liter drin. Diesel zieht Luftfeuchtigkeit an und dann fängt an, dort drin einen Pilz zu wachsen. Und das ruiniert euren kompletten Diesel. Ich hatte bisher noch nie Probleme damit, weil ich mit dem Fahrzeug fahre und der Diesel die ganze Zeit hin und her bewegt wird. Auch Gerüche oder sowas habe ich mit dem Ding nicht. Was mich persönlich sehr wundert, entflammen tut Diesel so normalerweise nicht. Also wir können da echt eine Kerze reinwerfen oder so, da passiert nichts. Ist aber so nicht erlaubt. Das ist wirklich nicht erlaubt. Das muss ich entfernen. Disclaimer, das sage ich auch nur, um zu prahlen. Das stimmt nämlich alles gar nicht. Ich habe mich nie irgendwie strafbar gemacht oder so. So, dann werfen wir noch einen schnellen Blick auf die Bohrung rein. Zum Durchbohren habe ich so einen Hohlkernbohrer benutzt. Am Anfang bin ich mit einer normalen Bohrmaschine durchgegangen, habe von außen geguckt, ob die Stelle ungefähr richtig ist, habe dementsprechend korrigiert und dann das große Loch gebohrt. Der Ausgang, der wird heiß. Sieht man hier auch überall alles verbrannt, alles verrußt. Und hier vorne habe ich direkt einen Holzboden. Wie löst man das Problem? Ganz einfach, hier haben wir einen Zementkleber für Kaminöfen. Ich habe sowas immer parat hier, gerade schön aus Spanien. Hält bis 1500 Grad und isoliert die Temperatur vor allen Dingen. Also fixiert dieser Kleber das Röhrchen so feste, wie es nur geht und verhindert bestmöglich, dass die Temperatur vom Auspuffrohr hier auf das Holz übertragen wird. Und wie man sieht, funktioniert das wunderbar. Das ist das zweite Mal, dass ich das hier gebaut habe. Ich habe vor 2 Jahren das Rohr komplett ausgebaut, dann noch alles neu verklebt, alles inspiziert und das ist wunderbar. Ich gucke jetzt nochmal schnell, ob die Durchbohrungen hier an der Karosserie anfangen zu rosten. Der Opel Movano ist komplett verzinnt, aber wenn man da irgendwo durchbohrt, dann muss man die Ecken vom Metall lackieren, damit die nicht anfangen zu rosten, weil man ja durch die Schutzschicht durchbohrt. Aber das sieht alles wundervoll aus. Das können wir alles so lassen hier. Wenn wir alles zusammenbauen, werden wir die Heizung einmal volle Pulle aufdrehen, um zu testen, ob irgendwo Abgase durchleaken oder irgendetwas verbrannt riecht. Also müssen wir diesen ganzen Krempel jetzt hier wieder zusammenkriegen. Einmal schauen, ob sich irgendwelche Kabel oder Sensoren gelöst haben. Das sieht gut aus. Einen kleinen Hack, den ich jetzt noch empfehlen kann, ist, seht ihr, wie viel Dreck und Staub der hier vorne reinsaugt? Das ist echt eine Unmenge an Luft, die hier durchgeht. Deswegen
hatte ich das mal getestet mit so einem Luftfilter, mit so einer Luftfilterwolle oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das habe ich irgendwo in Estland gekauft. Das filtert halt den Staub einfach heraus, bevor es dort reingesaugt wird. Jetzt hatte ich das nicht und wie man sieht, ist alles rappelvoll da drin. Einfach über den Eingang stülpen. Also wenn ihr euch Sorgen macht, dass drinnen alles zu sehr verstaubt, dann stülpt euch sowas einfach drauf. Man muss dazu auch nicht die Heizung auseinandernehmen, um das drauf zu machen oder zu wechseln. Da es ja so viel Raumluft ansaugt und wieder in den Raum reinpustet, filtert das quasi die Raumluft im Auto. So, den Aufsatz wieder drauf. Man sieht hier wunderbar, dass wenn ich das einbetonierte Abgasrohr hier drauf stülpe, ich mit einem Schraubendreher hier so reinkommen kann und dann die Schraube fixieren kann, um das richtig feste dran zu ziehen. Und dann hält das auch. Und den ganzen Spaß hier wieder zusammenfriemeln. Das sieht doch wunderprächtig aus. Das Abgasrohr ist drin. Jetzt müssen wir die Schraube wieder treffen. Oh mein Gott, wo ist das? Boah, das ist ein geiler Trick. Ich kann mein Handy einfach da drunter schieben. Dann kann ich drinnen alles sehen. Da ist das Schräubchen. Boah, mega. Wieder was dazugelernt. So, Verbrenner Zuluft haben wir, Abgasluft haben wir, Wärmeluft wird hier angesaugt, kommt da wieder raus, Diesel haben wir angeschlossen, Strom haben wir jetzt auch angeschlossen. So, und so ist schon mal alles zusammengesetzt. Das Röhrchen setze ich gleich am Ende rein. Ihr könnt die Heizung so betreiben. Das Problem ist, dass die heiße Luft, die hier rauskommt, quasi sofort wieder angesaugt wird, was den Raum nicht super gut wärmt und auch irgendwann rein theoretisch die Heizung überhitzen lässt, aber für einen Moment ist das kein Problem. Idealerweise solltet ihr den Raum an einer ganz anderen Ecke heizen. Die Heizung kommt ja hier raus ungefähr, wie dort, wo die Luft, warme Luft dann wieder rausgezogen wird. Das ist bei mir ganz vorne. Das ist sehr wichtig, wenn in einem Raum die Heizung dort die Luft warm macht, dann muss sie dort wieder abgesaugt werden, weil die warme Luft trägt Luftfeuchtigkeit und meiner Meinung nach auch Gerüche und so ein Zeugs durch den ganzen Raum und wird dann dort an der anderen Stelle rausgesaugt. Ganz, 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 ganz wichtig. So, dann nehmen wir dann einen guten Teil mal ein bisschen Strom. Der Knopf ist hier auf der anderen Seite. Ist noch nichts explodiert. Die Anzeige ist an und freut sich. Ah, das lasse ich mal aus. Bevor wir den anschmeißen, sowie auch das erste Mal, wenn ihr die Heizung in Betrieb nehmt, müsst ihr wissen, dass euer Dieselschlauch leer ist. Ich habe den Dieselschlauch von dem Nozzle abgenommen und da kam mir Diesel entgegen. Das heißt, da sind jetzt Luftdinger drin und Luft brennt nicht, da muss Diesel drin sein. Deswegen müssen wir erstmal anpumpen. Dazu müssen wir OK und runter gleichzeitig drücken. Dann kommt diese Einstellung. H für irgendetwas, off für aus. Wenn wir den einschalten, wie die Pumpe arbeitet. Und nichts anderes. Der verbrennt nichts, der macht gar nichts. Der pumpt jetzt Diesel zur Heizung hin. Irgendwann reicht das auch, dann machen wir das wieder aus. Wir haben ja nur wenig Diesel verloren, deswegen brauchen wir das nicht lange machen. Wenn ihr eure Dieselheizung das erste Mal in Betrieb nehmt, dann seht ihr, wie so, bleib hier, kleine Bläschen durch den Dieselschlauch durchgehen. Dauert eine Minute, bis er das komplett angepumpt hat. Noch ein kleiner Special-Trick, wenn ihr eure Dieselheizung so richtig kickstarten wollt, wenn ihr so richtig schnell turbomäßig Hitze aufbauen wollt, dann pumpt richtig viel Diesel an. Das ist garantiert ungesund für die Heizung. Das ist auf jeden Fall ungesund für jeden, der das da draußen einatmet. Aber die Heizung wird ultraschnell mega heiß. Auch sehr nützlich, wenn man den Nachbar ärgern will, weil die Heizung dadurch überfettig läuft und dann ein so weißer Dunst aus dem Auspuff rauskommt und das stinkt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist nur ein Scherz, macht das nicht, das ist wahrscheinlich höchst krebserregend. Egal, wir haben's angepumpt. Versuchen wir mal, die Heizung anzuschmeißen. Ich gucke erstmal, ob meine alte Einstellung noch drin ist. Jawohl, hat er gespeichert. 1,1 Hertz. Wundert euch nicht, wenn ihr das nicht hinbekommt. Ich zeige euch, wie man das gleich alles umprogrammiert, dass man die Heizung so einstellen kann, wie sie eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Das zeige ich euch gleich. Einmal einschalten. So, wichtig ist, riechen, ob irgendetwas verbrannt riecht, ob man Abgase riecht, ob irgendwelche Kabel kokeln und gucken, ob man irgendeinen Rauch sieht. Ich höre, dass er auch sofort Flamme gefangen hat. Ich rieche leichte Abgase, aber ich gehe mal raus, das könnte von draußen kommen. Uff, ja, das kommt von draußen. Man sieht keinen Rauch, aber es riecht echt intensiv. Boah, das kann man ja kaum ertragen. Das heißt, der ist zu fettig, ich habe zu viel angepumpt. Das reguliert sich dann nach einer Minute von selbst, alles gut. Das sieht alles tutti aus, aber ich merke schon, das Ding läuft. Guck mal, wenn ich da drauf drücke, was mit der Anzeige passiert. Ew.
Boah, kommt hier heiße Luft raus. Boah, ja, dann stülpe ich das Ding wieder drauf. Und damit hat sich die Sache wirklich gegessen. Also da saugt jetzt hier frische Luft an, die gefiltert wird. Pustet die einfach hinten im Fahrzeug wieder raus. Und ich spüre es schon, es ist hier echt warm hier in der Gegend. Nicht wundern, es ist der nächste Tag. Ich brauchte die Heizung heute Nacht nicht. Wenn der irgendwelche Fehler hätte, dann würde er sich von selbst ausschalten und es würde hier ein Fehlercode auftauchen. Die guten alten Fehlercodes, die stehen alle im Heftchen drin. Die häufigsten sind E10, dass die Flamme nicht anging, oder E8, dass die Flamme einfach so ausgegangen ist. Lasst mir euch jetzt schon sagen, in beiden Fällen ist eure Dieselleitung irgendwo gestört. Das heißt, ich mache hier einmal alles auf, guck mir die Pumpe vernünftig an, das hier ist sie übrigens, und guck, ob die Leitung irgendwo einen Knick hat oder sowas. Hier kann ich noch die Rückenlehne von meinem Stuhl ausbauen und die Leitung ganz genau inspizieren. Aber das sieht alles gut aus, sie funktioniert ja auch. Aber das Heftchen auf jeden Fall behalten, das ist sehr, sehr nützlich. Auch die Explosionszeichnung hier und die Installationsanweisung, die sind etwas komisch auf Englisch geschrieben, aber die helfen einem sehr. Das Einzige, was hier nicht drin steht, sind die Spezialeinstellungen, womit man die Heizung so richtig geil tunen kann und auch überhitzen lassen kann, womit die Karre dann brennt. Deswegen steht's wahrscheinlich nicht drin. Wenn wir hier in die Optionen reingehen, können wir die Uhrzeit umstellen, das ist der Wecker und hier gibt's ein mysteriöses Menü. Dort geben wir den Mastercode 90009 ein und wir können die interne Einstellung der Heizung umprogrammieren. Achtung, macht das nicht. Das ist so nicht vorgesehen. Ich meine, ich würde echt gerne sagen, dass damit der TÜV erlischt, aber diese Billig-China-Heizung, die hat gar keinen TÜV und keine CE-Zeichen. Dazu kommen wir gleich noch. Denn hier in diesen Einstellungen kann man erstens die kleinste Heizleistung einstellen. Die ist normalerweise auf 1,6 begrenzt. Ich habe die auf 1,1 runtergeschraubt. Funktioniert immer noch. Ansonsten wird es viel zu heiß. Die höchste Heizleistung habe ich auf 4 begrenzt. Bis 2,7 kann man runtergehen. 4 benötige ich manchmal, um, wie gesagt, einfach alle 2 Wochen mal die Heizung richtig heiß laufen zu lassen, dass der ganze Ruß da rausgekocht wird. Dann haben wir die kleinste Drehzahl der Lüftung. Passt damit auf, wenn die zu niedrig ist, wird die ganze Heizung ultra heiß. Dann kommt die höchste Drehzahl. Das ist 3500. Ich glaube, standardmäßig ist die auf 4000, aber in hohen Drehzahlen wurde die nie wirklich heiß, deswegen habe ich sie runtergeschraubt. Dann kommt die Spannung, die ihr da habt. 12 Volt, kein Thema. SN1 bedeutet, dass er je nachdem, wie heiß die Heizung ist, den Lüfter anpasst. SN2 bedeutet, dass er das nicht macht. Keine Ahnung, warum das da drin ist. Davon brennt euer Auto nieder, wenn ihr auf SN2 stellt. Immer schön auf SN1 lassen. PF5 ist die Power für die Glühkerze. Wie viel Saft der da reinjagt. Ich habe das mal mit 1 getestet. Das sind, glaube ich, 30 Watt. Und 5 sind 80 oder 85 Watt. Mit 1 springt er gar nicht an. Mit 3 funktioniert er bei mir, aber ich will, dass er die Glühkerze richtig schön heiß machen kann, damit er auch den Ruß davon entfernen kann. Deswegen lasse ich das auf 5. Wenn man das natürlich runterschraubt, dann verbraucht er viel weniger Strom. Aber ich habe es nie auf Dauer getestet. Ich lasse das auf jeden Fall auf 5. Und hier kann man den Code noch ändern, ist mir egal. Und das war's. Normalerweise kann die Heizung nicht weniger als 1,6 Hertz machen. Meine kann auf 1,1 runtergehen. Wenn ich noch weiter runtergehe, geht dann mitten im Betrieb die Flamme aus. Die Heizung hört dann einfach auf. Die merkt das auch selber. Die fängt dann an, sich selber zu säubern und sich abzukühlen. Deswegen habe ich bei mir 1,1 gelassen. Mit den Einstellungen beim Ventilator, ich habe es weiter runtergeschraubt, weil irgendwann, da sind ja auch Kugellager drin und sowas und irgendwann gehen die halt einfach kaputt. Während die Heizung an ist, zeigt sich hier die Temperatur an. Ich achte immer darauf, dass der nicht auf Maximaltemperatur läuft, sondern ein Strich vor Maximaltemperatur ist. Wenn er zu heiß wird, dann schraube ich den Lüfter hoch. Wenn er zu kalt wird, dann schraube ich den runter. So eine Heizung braucht ja auch Temperatur, um zu laufen. Und genauso ist auch jede Heizung aufgebaut, die ich bisher gesehen habe. Natürlich habe ich jetzt nicht allzu viele gesehen. Ich meine, wenn ein Camper vorbeikommt, dann frage ich nicht als erstes, ey, kann ich deine Heizung ansehen? Aber unter den Vanlife geht das kleine Gerücht um, dass die deutschen Markenhersteller es irgendwann versäumt hatten, ihr Copyright für ihr Produkt zu erweitern und dann hat China zugegriffen und alles kopiert. Ist nur ein Gerücht. Ich meine, China kopiert sowieso immer alles, was da ist. Und es gibt Leute, die haben dann die Markenheizung und China-Heizung nebeneinander gelegt, auseinandergebaut und konnten keine Unterschiede feststellen. Außer dass diese China-Heizung natürlich kein CE, kein TÜV, kein sonst irgendetwas hat. Mittlerweile gibt es diese Billig-China-Heizung, die Markennamen haben und immer noch nur 100 Euro kosten. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Zertifizierungen haben. Jedes Mal, wenn ich TÜV mache, nehme ich die Karre sowieso auseinander und guck, ob sich da irgendwo Schimmel gebildet hat oder ob die Heizung angebrannt ist. Ich habe einen Kumpel, der hat mir erzählt, der wollte sich außen so einen großen 20-Liter-Kanister ins Auto dran bauen und die Heizung da drin verstecken. Das ist total übertrieben.
ist. Es wird empfohlen, dass man die draußen anbaut, dass wenn da irgendwo Abgase liegen, dass man daran nicht sofort erstickt. Das wäre praktisch. Ich habe irgendwann in den internen Werkstatthandbüchern meines Fahrzeugs gelesen, dass es unter dieser Stufe irgendwo extra eine Kammer gibt, wo die Standheizung reinpasst. Hätte ich mir den ganzen Müll da sparen können? Was lachst du denn so? Ich werde von ihr immer nur ausgelacht. Ah, hier haben wir das irgendwo. Standheizung. Man muss hier vorne die Leiste abnehmen und dann gibt's da eine Klappe. Da passt die Standheizung drunter. Also hier das alles auseinanderbauen, aber ich habe dann eh hier die Bodenplatte. Und um die rauszuholen, müsste ich das ganze Auto auseinanderbauen. Aber zu spät, Tobi. Zu wenig und zu spät, Tobi. Eine weitere interessante Möglichkeit wäre es, den Kraftstofftank, boah, direkt anzuzapfen. Dann brauchen wir hinten diesen Riesentank nicht. Tankgebereinheit Ausbau, nicht rauchen, Batterie abklemmen, Fußbodenbelag abheben. Das heißt, da sitzt auch alles hier drunter. Müsste man alles am Anfang direkt machen. Wenn ihr euch eine Dieselheizung gerade gekauft habt, zieht ihr ja noch andere Heizungen in Betracht, dann will ich euch ermutigen, euch eine Dieselheizung zu holen. Diesel gibt es überall. Man braucht dafür zwar auch Strom, aber noch lange nicht so viel Strom wie zum Beispiel bei irgendwelchen Fußbodenheizungen oder Deckenheizungen oder so ein Quatsch. Und gerade im Winter, wenn es so kalt ist, ist und man heizen möchte, gibt es den wenigsten Strom. Ja, es gibt noch Gasheizungen. Bei den offenen Gasheizungen entsteht jedoch ganz viel Luftfeuchtigkeit, ein Riesenproblem im Raum. Es gibt auch noch geschlossene Gasheizungen, die nicht die Gase halt in den Raum reinpusten. Ich weiß nicht, Diesel habe ich einfach die ganze Zeit dabei. Deswegen macht für mich die Dieselheizung am meisten Sinn. Ist letzten Endes eigentlich jedem selber überlassen. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Entscheidung helfen, irgendwelche Tipps mitgeben bei dem Heizungsgedöns, irgendwas, was ihr noch nicht wusstet. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns unterwegs.